Ja, vielen Dank, Herr Graf Lambsdorff, für die Blumen, die Sie mir gegeben haben, aber die gebühren ja nicht mir, sondern es gibt ja einen Grund, wenn man das 13. Mal in Folge, und ich bezeichne mich bekennend als Wiederholungstäter für diese Veranstaltung, wenn man jedes Jahr gerne dieser Einladung folgt, hat das natürlich einen Grund. Und das hat natürlich einen Grund, dass man jedes Mal mit einem Lächeln wieder von so einer Veranstaltung kommt, denn ich finde es ganz beeindruckend, wie eben Kinder und Jugendliche, und der Schwerpunkt liegt ja hier auf Kindern, hier eine Leistung abliefern, wo man wirklich nur, ja teilweise wirklich ehrfürchtig dabei ist und sagt, toll Kinder, was ihr da auf die Beine stellt, das ist ganz, ganz große Klasse, und jeder Applaus, den ihr heute bekommt, den habt ihr von Herzen verdient, das möchte ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich ist es auch so, Herr Graf Lambsdorff hat das so schön gesagt, natürlich, Wolfgang Kollmeier ist da, Kreisbeigeordneter, alle Bürgermeister, Landräte sind dabei, und natürlich alles steht und fällt nicht mit der Politik, sondern letzten Endes auch mit der Rückendeckung der Sparkasse, der Taunussparkasse. Herr Franz, schön, dass Sie das halt auch seit Jahren begleiten. Und das ist etwas ganz Besonderes, denn in einer Zeit, wo eben Kultur in besonderer Weise ja immer diskutiert wird, wo führt das hin, wie geht es halt weiter, ist es halt ganz, ganz wichtig, dass es so Institutionen wie Sie gibt, Herr Graf Lambsdorff, Sie und Ihr Mendelssohn-Wettbewerb, dass Sie die Fahne dort hochhalten, und der Erfolg gibt Ihnen ja recht. Der Erfolg zeigt, dass Sie aus Anfängen, ich kann mich noch erinnern, da hieß das noch nicht Mendelssohn-Wettbewerb, sondern Robert-Stolz-Wettbewerb, wie jetzt mittlerweile weit über, also ich bin der festen Überzeugung, nächstes Jahr über 300 Jugendliche, ja, Sie drehen die Augen, aber das wird auf Sie zukommen, stellen Sie sich mal darauf ein, dass dort so viele junge Menschen, Kinder und Jugendliche da mitmachen, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und das, was hier im Augustinum halt immer stattfinden kann, das ist quasi ja unsere gute Stube hier, was Konzerträumlichkeiten halt betrifft, auch da mein herzliches Dankeschön an das Augustinum, das die Räumlichkeiten jedes Jahr zur Verfügung stellt. Mit Ihnen gemeinsam freue ich mich natürlich jetzt auf die weiteren Stücke, und da möchte ich Sie auch nicht länger auf die Folter spannen. In diesem Sinne, uns allen noch hier einen wunderschönen Nachmittag, und bleiben Sie auch in den nächsten Jahren den Mendelssohn-Wettbewerb treu und unterstützen Sie diesen durch Ihre Aufmerksamkeit und durch Ihr Erscheinen. Herzlichen Dank.